Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Meine kleinen, aber feinen Genossen, Genossinnen und alle anderen, die per Zufall oder Neugier auf dieses Video geklickt haben. Ihr habt heute eingeschaltet, ihr wollt heute wissen, was kann der Hüllenstampfer, wie ist es am besten geeignet und wie sollte man ihn am besten perken. Gut, das mit dem Perken wird ein bisschen schwierig. Das sollte aber kein Problem sein, ich werde euch trotzdem diese Waffe vorstellen. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist tatsächlich eine Waffe, die ich noch nie gespielt habe. Gut, jetzt in den letzten Tagen, also in den letzten Stunden habe ich die ein bisschen gespielt, um rauszufinden, was kann die Waffe, wie funktioniert sie. Und ja, wir schauen uns das einfach mal kurz an. Ich habe sie natürlich hier schon am Start. Natürlich nicht voll blue, weil die Waffe wird ja jetzt nicht das Interesse für euch wecken tatsächlich, dass ihr euch sie kaufen werdet. Ich werde trotzdem zu dieser Waffe ein Video machen, dann ist es halt fertig und dann ist es auch kein Problem. Das heißt, wenn ihr, wie gesagt, solche Videos nicht verpassen wollt, lasst entsprechend ein Abo da. Schauen wir uns entsprechend mal kurz an, wie ich sie geperkt habe. Ich habe sie auf Crit-Schaden, Crit-Wertung, schwere Angriffe, kosten weniger Energie und gegen betäubte, in Steuerung geratene, eingefrorene und zu Boot geworfene Ziele mache ich 40% mehr Schaden. Ansonsten haben wir noch einen schönen Kernvorteil, kritische Treffer bei. Mit dieser Waffe lösen eine kleine Explosion aus, die bei Feinden innerhalb von 0,5 Kacheln 43% Grundschaden verursacht. Hört sich doch ganz nett an. Natürlich der Kernvorteil, da gibt es wieder verschiedenste Möglichkeiten. Welche Perks oder Kernvorteile würden noch funktionieren? Hierbei könnte, wie gesagt, der Leitschaden auch funktionieren, also alle Perks hier. Das Betäuben und Wegstoßen eines Feindes verursacht 12 Grundschaden. Das ist eine Fähigkeit, die wahrscheinlich die beste ist, die es geben kann. Warum? Die Waffe hat bereits einen Einschlagswert von 3500. Ihr werdet noch in der Runde sehen, dass wir relativ schnell die Gegner mit Einschlag treffen und natürlich diese dann entsprechend zurückwerfen, was die Waffe, wie gesagt, sehr angenehm macht, wenn man mit dieser spielt. Man kann die Waffe natürlich in gewissermaßen mit der Drachenfaust vergleichen. Dort haben wir einen gewissen ähnlichen Einschlag, wenn wir uns die Waffe auch mal kurz anschauen. Wir werden uns das natürlich auch gleich noch im Gameplay anschauen. Hier könnt ihr sehen, 4000 Einschlag. Ist wie gesagt ordentlich. Das heißt, wir gehen gleich mal in die Runde rein und schauen uns die Waffe einfach mal an. Könnt natürlich auch andere Perks drauf machen, würde ich euch aber ja doch, ihr könnt es entsprechend mal ausprobieren. Ich lasse die jetzt auch physisch und ja, damit gehen wir in der Runde rein. Also bis gleich. So, damit haben wir es natürlich jetzt auch in die Mission geschafft. Wie gesagt, die Waffe ist vergleichbar mit der Drachenfaust. Natürlich ist die Drachenfaust deutlich, deutlich besser. Das sollte gar kein Thema sein. Gut, wir haben auch ein... Ja, die Waffe ist auch voll edgy und diese Waffe ist entsprechend... Ja, trotzdem werden wir uns die einfach mal kurz anschauen und einfach mal schauen, wie sie sich denn so im Kampf verhält. Ich muss sagen, die Waffe ist sehr interessant tatsächlich. Man, wenn man sie bekommt tatsächlich... Kann man sie behalten tatsächlich, man kann sie immer noch ersatzweise spielen, was sehr interessant ist tatsächlich. Es gibt einige Waffen, die man einfach gleich in die Sammlung packen kann oder gleich wiederverwerten kann. Bei der Waffe sieht das, wie gesagt, anders aus. Ich habe sie, wie gesagt, gesehen. Also die Perks sind nicht mehr, ja, blau, nicht mal, ja, sie sind grün. Ein Perk war mal, oder zwei Perks waren grau gewesen, aber es sollte ja kein Problem sein. Natürlich... Ist jetzt physisch, macht also deutlich mehr Schaden als die Drachenfaust, wenn sie halt entsprechend auch geperkt ist, wenn ich einen Damage-Perk mitnehmen werde. Aber wir werden uns das einfach mal im Kampf anschauen. Na, mein Internet sagt so, ach, fick dich ins Knie, Kollege, du willst ein Video machen? Nee. Ah, jetzt hat sich wieder gefangen. Und ja, schauen wir uns das einfach mal an. Wir können hier, wie gesagt, diese kleine Explosion sehen, die wir hier haben. Funktioniert hier ganz gut tatsächlich, die... Ja, Hülle hier, wie gesagt, drei Hits, dann fällt sie um. Ist also eine ganz nette Sache. Haben wir schon gut aufgeräumt. Machen wir einfach mal weiter. Ich finde es, wie gesagt, ganz nett, diesen Einschlag. Tatsächlich, klar, fällige Hüllen brauchen mehr Einschlag, also drei Hits. Normale Standardhüllen brauchen halt entsprechend nur ein, was, wie gesagt, richtig, richtig nice ist. Und hier zum Beispiel mit diesem Einfrieren, das ist auch gleich mal mit dem Setup natürlich eine ganz nette Sache tatsächlich. Und ja, funktioniert hier ganz gut. Wird auch betäubt.
Ist also eine ganz ordentliche Sache. Das heißt, man kann das schon in Kombination spielen. Das hat man ja recht selten tatsächlich bei Waffen, dass dann entsprechend auch die entsprechenden Perks natürlich, also die Kern von, also hier diese Perks entsprechend, hier 40% Schaden gegen Betäubte in Straucheln geraten und eingefrorene Ziele, dass diese auch dann drauf gemacht werden können, weil das halt eine Standardfähigkeit ist, dass die Höhen entsprechend zurückgeworfen werden. Und ist wie gesagt eine ganz nette Sache, die man auch entsprechend bei der Waffe anmerken sollte. Ansonsten, ja, werden wir uns das gleich mal noch anschauen, wie wir dann gegen die ein oder andere Hülle hier noch fighten. Ja, natürlich haben wir natürlich wieder den größten. Ah nein, ich sag das mal lieber nicht. Okay, er hat sich schon weggedeletet. Das heißt, wir können jetzt hier einfach mal rangehen. Ja, Heiderin ist ja natürlich auf physisch unterwegs. Das heißt, sie machen hier schon unseren Damage. Ich fand's auch gerade nice. Ich bin weggesprungen und trotzdem hat mich die Hülle entsprechend gehittet. So. Ja, ihr könnt sehen, wir können hier die Kollegen gut auseinandernehmen. Jetzt haben wir natürlich wenig Energie. Ja, Smasher, kommen Sie mal her. Juckt niemanden, was du machst. Da oben rangekommen, ich weiß es nicht. Ja, es funktioniert wie gesagt ganz gut. Natürlich muss man natürlich auch dabei beachten, hier beim Kühlschranktür zum Beispiel. Ja, man hat halt das Problem, die werfen einen zurück. Aber ja, wir konnten wie gesagt relativ easy Kollegen klären. Smasher, wie gesagt, sollten hier ignoriert werden, denn das macht ihr nicht. Die mobben euch weg, die mobben euch weg. Ihr habt einfach keine Chance gegen sie. Da kann es auch nicht heißen, wir haben aber Einschlag dabei. Wir können das einfach mal hier testen. Smasher bekommen einen höheren, also haben einen höheren Einschlagspunkt. Und ihr seht, wie oft ich die jetzt entsprechend hitte. Wer sich jetzt gerade fragt, was das da unten ist, das ist keine Fähigkeit von der Waffe, sondern das ist eine Fähigkeit von meinem Held. Und da haben wir den zurückgeworfen. Ja, er ist recht lange betäubt tatsächlich. Aber ich würde es wie gesagt jetzt nicht darauf beziehen. Du kannst ihn aber ein bisschen zurückwerfen. Ja, du kannst ihn ein bisschen zurückwerfen. Das kannst du auch mit der Drachenfaust. Aber ja, sollte hier wie gesagt kein Thema sein. Ja, kann ich abschließend noch was zur Waffe sagen? Ich kann was sagen tatsächlich. Wenn ihr die Chance habt, die Waffe zu bekommen, dann holt sie euch. Ist bestimmt kein schlechter Kauf tatsächlich oder halt entsprechend in einem Lama zu bekommen. Ich glaube, da solltet ihr euch mehr drauf halten, als die jetzt so zu kaufen. Ja, ich gibt's eigentlich, für mich gibt es nicht mehr zu sagen tatsächlich. Ich werde sie wahrscheinlich so lassen, wie sie jetzt ist. Vielleicht werde ich sie mir irgendwann vor Lecce machen. Muss ich mal schauen. Mir fehlt aber dafür leider episch und ja, blau. Also, ja. Ist halt ein bisschen problematisch. Aber dennoch kann ich für den einen oder anderen, der die Waffe vielleicht mal experimentell ausprobieren will, eine Empfehlung geben. Tatsächlich macht übelst Spaß tatsächlich mit der zu spielen. Der Einschlag ist wie gesagt ganz nett. Man kann sich das, wie gesagt, kurz in Situation vorstellen, wenn man einen Überlebenden retten muss und wir dort die Schildtypen haben und wir. Magie nannte man das. Das war dunkle Magie, Leute. Das Ding habe ich vorher angehittet, den Wolf. Nice. Ja, wenn entsprechend ein Überlebender in Not ist, kann man halt dort was Gutes tun tatsächlich und ihn entsprechend retten. Okay, ich würde sagen, das wär's mit meinem Video zu der Höhlenstampfer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn Epic Games oder wenn, ja, es eine neue Waffe gibt oder wenn natürlich eine Waffe in einem Shop wieder drin ist, dann stelle ich sie euch vor. Also, bis dahin, Leute, und ciao.